Und wir machen weiter mit Let's Play Tomb Raider 2, die goldene Maske remastered in dem Level Gold des Narren. Passt ja ganz gut zu Lara, die ist auch eine Närrin hier auf der Suche nach Gold. Das passt. Waren das letzte Mal schon mal hier, haben viele Gegner gekillt und ich glaube, das machen wir jetzt einfach direkt nochmal, weil ich höre hier sehr viele Schritte. Und am besten killen wir erstmal alles, was uns hier in den Weg kommt. Da oben sind nämlich schon wieder die ersten Schläger-Typis. Das war nicht nur der eine, da ist der andere nämlich schon. Wollt's doch sagen, kommt der hier direkt um die Ecke. Und die hinterlassen ja einem alle nix. Das ist ja das Fiese an der Sache. Wir brauchen noch ein paar Gegenstände. Wenn wir ja alles vollständig haben wollen, fehlt uns noch ein bisschen was. Aber wir müssen ja auch noch den Eingang zur Mine finden, den wir hier suchen. Wo das ganze Gold irgendwo sein soll. Hier haben wir wieder so eine schöne Farbe von dem orangenen Himmel. Das ist einfach total stimmungsvoll. Wie sich das auch hier mit dem Eis so ein bisschen, ne, in der Farbe spiegelt und reflektiert, dass alles so in diesem schönen Farbton eingetaucht ist. Mit dem tollen Bergkulisse im Hintergrund. Das ist echt schön geworden, das Ganze hier. Richtig, richtig schön, wirklich. Werte das Level wirklich nochmal auf. Also wenn wir da nochmal einen Vergleich ziehen, der Himmel war damals schon cool, aber einfach hier kommt nochmal eine ganz andere Stimmung auf. Auch irgendwie so eine Abendstimmung. Sehr gemütlich. So, jetzt sind ganz viele Gegner hier. Kennen wir ja schon, die hinterlassen alle nichts. Und irgendwo kamen doch dann auch noch so Hunde gesprungen. Also wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen. Das Medipack nehmen wir schon mal mit. Was wir haben, haben wir. Da unten ist noch ein Typ. Aber ich höre jetzt hier oben auch schon wieder Schritte. Speichern mal schnell zwischen, weil irgendwas ist uns ja hier das letzte Mal zum Verhängnis geworden. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau was. Waren das nicht Hunde? Ja, oder da drüben die Typen, ne? Wenn man nämlich dann anfängt, die Kisten zu schieben. Okay, so kann es natürlich auch gehen. Da kann man sich in dem Moment ja immer schlecht wehren. Gut, hier unten, da gucken wir uns gleich um. Wir gehen jetzt erst nochmal hoch, auch zu den Kisten, dass wir so nach und nach hier alles abarbeiten. Und gucken vor allem auch erstmal, ob der Typ noch was verloren hat. So, die Frage, kam da jetzt Hunde oder nicht? Weil das kann auch der Schläger sein, der jetzt das letzte Mal zum Verhängnis geworden ist. Schon wieder eine Zeit her, als ich das letzte Mal hier gespielt habe, deswegen weiß ich das nicht mehr so genau. Weil so, dass wir hier oben irgendwann abgeschmiert sind, als wir die Kisten gezogen haben. Ich höre noch mehr Schritte. Es ist halt wirklich sehr gegnerlastig hier. Ja, wo Gold ist, sind auch immer viele Menschen, ne? Ist die Habgier besonders groß. Aber die Schritte können auch von unten kommen. Das muss gar nicht... Ach doch, da sind doch die Hunde. Da habe ich es doch richtig in Erinnerung. Weil ich glaube, denen sind wir dann zum Verhängnis geworden. Haben wir jetzt hier mal langsam alles gekillt? Speichert haben wir auf jeden Fall. Da kann jetzt erstmal nicht viel passieren. Dann schieben wir erstmal diese Blöcke hier weg. Wenn wir mal gucken, der hier, der geht aber nicht schieben. Oh, diese Schritte, die machen mich echt nervös. Aber ich glaube, hier oben ist das nicht. Das ist wirklich unten drunter. Der eine Typ, den wir da gesehen haben. Aber sie können ja auch gut klettern, wie wir an dem einen Schläger vorhin gesehen haben. Die kommen hier wirklich gut hoch, wenn sie das wollen. Deswegen ausschließen kann man hier nichts, dass irgendwas von hinten kommt. Aber nee, hier oben ist ruhig. Aber ich fühle mich trotzdem überhaupt nicht sicher hier. Na gut. Jetzt gucken wir erstmal, was unter diesem Blöckchen hier drunter ist. Ah. Ja, das hat sich doch gelohnt. Ja, mega. Dreimal Uzi-Munition. Ne, zweimal Uzi-Munition und einmal Granaten. So. Sehr gut. Das können wir gebrauchen. Hier kommt man nicht hoch. Das schafft man nicht. Das hier ist kein Block. Die sehen ja von der Farbe ein bisschen anders aus. Das sind genau diese drei. Sonst ist hier nichts. Haben wir hier sonst noch was übersehen? Oder kann man noch irgendwo hier hin? Hier drauf zum Beispiel. Da unten liegen noch Sachen. Die will ich auf jeden Fall noch haben. Boah, diese Kulisse, es ist einfach so schön. Wahnsinn. Und da drüben vor allem diese satten Farben.
Einfach herrlich. Hier kann man doch auch noch lang. Da liegt doch bestimmt auch noch irgendwas. Nee, da sind wir hergekommen. Da sind wir hochgeklettert. So langsam verschaffe ich mir hier einen Überblick. Ja, okay. Nee, dann habe ich es verstanden jetzt. Ist ja immer erstmal so ein Ding, bis man sich mal orientiert hat. Da unten war doch auch mal ein Gegner, aber den haben wir, glaube ich, schon gekillt. Ja, dann würde ich sagen, holen wir erstmal drüben die Munition, die da liegt. Ich weiß nicht, ob man da von hier vielleicht sogar hinspringen kann. Probieren wir es mal von hier oben. Könnte gehen. Testen wir es mal. Oh, 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 jetzt schießt jemand auf uns. Das ist kein guter Zeitpunkt, um hier zu speichern. Oh, das war auch ein sehr schöner Tod von Lara. Aber eine schöne Ansicht auf jeden Fall auch. Nee, das bringt uns von hier darüber zu springen, glaube ich, gar nichts. Das war eher für die Goodies hier oben. Dann springen wir doch mal hier runter. Da ist er nämlich, der Typ. Wir haben ihn noch nicht getötet. Das ist der, den wir durch die Scheibe schon gesehen hatten. Uns ist die Schrotflinte leer gegangen. Jetzt müssen wir echt auf eine andere Waffe wechseln. Wir wollten doch hier die Automatikpistolen mal benutzen. Hier sind die schon immer Automatikpistolen. War das schon immer so? Ich dachte mal, die hießen Automatics, aber ich habe da noch nie so richtig hingeguckt. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Das interessiert mich gerade mal. Vor allem, ob das früher schon, ja wahrscheinlich, hieß es auch schon Automatikpistolen. Aber das ist mir gerade irgendwie fremd. Oder ist das hier nur in dem Director's Cut so, dass die so hier heißen? Automatikpistolen. Das kann man ja rausfinden, wenn wir jetzt gerade mal einen alten Spielstand laden. Oh ja, schöner Ladebildschirm. Automatikpistolen tatsächlich. Das ist mir wirklich fremd. Gerade. Interessant. Wo haben wir aufgehört? Hier unten. Machen wir weiter. Aber das hat mich gerade einfach mal interessiert. Gut, jetzt wollen wir da drüben einmal an die Munition. Da können wir eigentlich ganz gut hinspringen. Da haben wir jetzt wieder einen schönen... Ah! Oh, oh! Der kommt aber nicht hier hoch, oder? Ach doch, der kann ja hier lang klettern. So, den Hammer. Und wo ist der Vogel da oben? Ja, irgendwie ist die M16 wie die Vögel nicht so gut, weil die Treffgenauigkeit da irgendwie nicht so stimmt. Da schießt man echt viel daneben. Ist mir das letzte Mal schon aufgefallen. Na toll. Aber gut, hier unten waren wir ja auch noch nicht so richtig. Da müssen wir auch noch mal schauen, dass wir nichts übersehen. Da geht es, glaube ich, weiter da drin. Da kommt ja noch richtig viel. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Und uns fehlt da noch ein Secret. Aber wenn ich das hier alles so sehe und drüber nachdenke, kommt das, glaube ich, erst ganz zum Schluss, wenn wir die Mine dann betreten. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. So, da reingehen wir, wie gesagt, später, wenn wir hier draußen alles abgecheckt haben. Weil ich weiß noch nicht, ob wir jetzt hier überall so richtig schon waren. Na, da kommen wir jetzt nicht hoch. Aber man kann das ja hier ganz gut klettern eigentlich. Oder? Also der Schläger konnte es auf jeden Fall. Ja, das geht doch bestimmt. Oder man kann direkt hier hochklettern. Das ist ja wahrscheinlich noch besser. Ja, natürlich. Dann kommen wir nämlich an die Sachen wunderbar ran. Aha. Was eine Erkenntnis wieder, Lara, ne? Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier drüben weitergehen, schauen wir noch einmal hier hinten, ob wir da noch irgendwas jetzt übersehen und vergessen haben. Okay, der Sprung hat schon mal nicht geklappt. Wir laden das dann sowieso einfach wieder. Ich glaube, da kommt man auch gar nicht hoch. Also können wir es auch direkt schon laden. Und nochmal oben rum vielleicht kurz laufen. Oder wir machen es ganz modern und nehmen einfach den Kameramodus und fliegen da mal kurz hin. Da können wir nämlich einfach mal schauen. Hier müssen wir gerade mal drüber. Oh, der Himmel mit den Wolken, es ist so schön. Oh, guckt es euch an, Leute. Muss man nichts zu sagen, oder? So, hier wollte ich einmal hin. Da drüben sind wir ja hochgeklettert. Da war nichts mehr. Hier unten liegt da noch irgendwas da in so einem Loch oder so. Das war das, was ich nochmal abgecheckt haben wollte. Aber es sieht so aus, als hätten wir hier alles.
Von da sind wir ja auch hergekommen, ursprünglich, ne? Obwohl, waren wir hier schon so richtig? Da sind wir hergekommen. Genau, da sind wir hergekommen. Hier unten waren wir noch nicht drin, aber da kommen wir ja dann auch von drüben dann hin. Also haben wir alles gesehen. Ja, da kann man dann auch nochmal von da aus hinlaufen. Ne, dann passt's. Gehen wir zurück zu Lara. Sehr, sehr schön. Geht's weiter. Aber wir wollen ja nichts übersehen hier. Hier sind auf jeden Fall auch Ratten. Und Flammenwerfer wieder. Die sogar hier durchschießen. Kriegen wir den auch hier durch? Wahrscheinlich schon, ne? Jawohl. Hätten wir sogar mit Pistolen machen können. So, war das hier die einzige Ratte? Also auf der Seite ja. Aber drüben kommen dann noch weitere Ratten. Und irgendwo ist noch ein Typ. Noch eine Ratte. Wir brauchen eigentlich nur einen Schuss. Da brauchen wir eigentlich gar nicht so viel verballern. Genau, also ne, hier war der Anfang. Da haben wir die Folge begonnen. Das haben wir jetzt alles gesehen. Da kommt man nämlich hier unten dann auch durch. Ah ne, das war der Anfang. Genau. Aber irgendwo höre ich noch eine Ratte. Na toll. Aber das müssen wir ja schnell hier wieder hochklettern können. An sich ist das hier gar nicht so komplex, sondern es ist halt viel abzusuchen. Oh Gott, wie sie Männchen macht. Das ist so knuffig. Kommen noch mehr von diesen Fässern gerollt. Zum Glück nichts passiert. Aber ich höre noch einen Gegner. Und hier drüben ist ein dunkles Loch. Da brauchen wir auf jeden Fall mal eine Fackel. Ah! Ja, das ist gut. Hier muss die Karte rein. Die hat mir ja gefunden. Das war ja noch so ein bisschen unklar, was mit der Karte auf sich hat. Okay, da kann man jetzt rein, aber ich will jetzt erstmal hier oben nochmal schauen. Hier jemanden atmen. Oh, oh, oh. Gut, den haben wir überlebt. Oh, oh. Wo ist das? Wo ist der Typ? Da. Der kommt von hinten. Sehr gut. Aber ich höre noch einen. Ich höre doch noch einen. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt schon wieder? Speicher mal kurz zwischen, weil wir können jeden Moment anbrennen, wenn da hier einer wieder um die Ecke kommt zum Flammenwerfer. Ah nee, das ist so einer. Okay. Alles klar. Oh. Hier kommen wir zum Levelende, glaube ich. Gucken wir gleich. Die Musik ist schon mal wieder sehr schön. Da kann man auch hoch. Medipack. Ich will aber jetzt kein großes mehr nehmen, weil ich einfach weiß, dass das Levelende da ist und ich das nicht verschwenden will. Unnötig. Ah, guck mal an. Hier liegt noch Munition. Also hier hoch zu klettern lohnt sich auf jeden Fall nochmal. Der Typ hinterlässt einem zwar nichts, aber man findet nochmal im Doppelpack schöne M16-Muni. Also das hat sich schon mal gelohnt, hier einen kleinen Abstecher hoch zu machen. Jetzt will ich aber hier draußen erst nochmal schauen. Weil hier waren wir jetzt ja auch noch nicht, ne? Hier kann man sich halt sehr schön löschen, wenn man hier anbrennt. Die ganzen Flammenwerfer hier. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo dieses Wasser noch hinführt. Wie viele Fackeln haben wir eigentlich, bevor wir jetzt hier zu verschwenderisch sind? Aber 51, das ist in Ordnung. Weil im Hauptspiel wurde es ja zum Ende hin sehr knapp mit den Fackeln. Das will ich jetzt eigentlich ein bisschen vermeiden. Ah, hier haben wir auch noch ein paar Gegenstände. Sehr gut.
Ja, da kommen wir unserem Ziel doch hier wirklich schon näher. Was haben wir jetzt? 57 von 69. Da fehlt immer noch eine ganz schöne Menge. Aber hier liegt ja noch mehr Zeug rum. Nur leider nicht im Doppelpack. Aber wozu braucht es jetzt diese Luke, dass wir da drüben rausklettern können? Weil wir könnten ja auch einfach hier raus, ne? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Wozu es diesen Weg hier braucht. Liegt da auch nichts? Das ist mir jetzt gerade gar nicht so klar. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter, weil hier müssten wir jetzt eigentlich alles gesehen haben. Gut, dass wir noch so ein paar Gegenstände jetzt mitgenommen haben. In der Ecke waren wir, da vorne waren wir. Liegt auch nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich zur Finalstelle dieses Levels übergehen. So, dafür gehen wir hier rum. Ich mache nochmal eine Fackel an. Und hier müsste jetzt der Mineneingang kommen, wenn ich mich richtig entsinne. Wir haben ja auch wieder so schöne Eistexturen. Da unten ist, glaube ich, das Secret, wenn ich jetzt gerade das richtig sehe. Oh, oh. Der kommt von hinten. Okay, wir brauchen den Granatwerfer, der ist viel zu nah. Den müssen wir jetzt wegfetzen. So, und du? Wo ist der andere, der geschossen hat? Irgendwo steht hier da einer, da. Okay. Ja. Sehr gut. Nehmen wir die Fackel wieder mit. Sind ja wertvoll. Dieses Skelett, hatte das nicht auch was? Irgendwie erinnere ich mich. Anscheinend nicht. Ich dachte, dass bei dem Skelett auch noch was liegt in meiner Erinnerung. Aber die scheint verwaschen zu sein. Aber auch das ist ja über 10 Jahre her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ist ja genauso wie das Hauptspiel auch. Hatte ich am Let's Play damals direkt hintereinander gespielt. War mein zweites Let's Play, dieses Spiel hier. Ja, man sieht wirklich, dass man viel daneben schießt. Aber es ist jetzt so. So, hat der noch was für uns? Ach, der hat auch nichts mehr. Aber hier drüben liegt zumindest noch ein Medipack. Oh, und noch Automatikmunition. Für unsere, wie ich jetzt gelernt habe, Automatikpistolen. Mhm. Diese Texturen sind mir irgendwie so unbekannt hier. Aber das war damals auch schon so. Es ist halt wirklich verdammt lang her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Das merkt man wirklich ganz deutlich. Und ich glaube, dass vielleicht da unten bei einem Skelett noch Gegenstände liegen, weil irgendwie... Ich will eigentlich eine Fackel und drückt ständig die falschen Tasten. Irgendwie erinnere ich mich da doch dran. Da müssen wir jetzt runter irgendwie. Nur wie war das nochmal? Der hat nichts, ne? Ja, wie kommt man denn da runter? Ist da eine Leiter irgendwo? Nee. Aber da ist ein großes Medipack da unten. Aber ich habe hier irgendwie auch noch ein Secret in Erinnerung halt, ne? Aber hier ist doch die Leiter. Da kann man doch dran springen. Das nicht gesehen habe. Aber da kommen wir ins nächste Level. Das wollen wir nicht. Moment. Okay, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen was wiederholen gerade. Nicht gespeichert habe. Haben wir nämlich die Sachen hier noch nicht. Und die oben. Aber das hat man ja schnell wieder nachgeholt. Ja, ich muss wieder dran denken, mehr zu speichern. Ach so, hier hinten war nichts mehr. Nochmal eine Fackel. Weil die lagen hier noch, die Sachen. Oh, das haben wir schnell alles wieder aufgeholt. So.
Sonst war hier nichts mehr, ne? Auf die Schnelle will ich jetzt nichts übersehen, was wir vorhin irgendwie gehabt hätten. Aber da war ja nichts, das heißt, das können wir uns sparen. Höchstens in diesem dunklen Loch hier oben nochmal gucken. Aber da war ja auch nichts. Gut. Ach ja, da kann man auch von hier hoch. Das ist wahrscheinlich sogar einfacher. Als dieser komplizierte Sprung, den wir vorhin gemacht haben. So ist das wahrscheinlich gedacht. Es war sogar besser. Vielleicht können wir uns auch dieses kleine Medipack noch sparen. Dann hätte es zumindest irgendwie auch noch einen Erfolg, dass wir das nochmal neu gemacht haben. Sonst war hier nichts. Genau. War nur für die Munition hier oben. Jetzt will ich aber nochmal gucken. Hat auch gerade noch was geleuchtet oder war das jetzt Einbildung? Das muss Einbildung gewesen sein. Ach, da kommen wir jetzt auch nicht mehr hoch. Da war nichts. Ich weiß das ja. Jetzt nochmal die schöne Musik hier. Und die Granate können wir uns auch sparen. So. Die hatten nichts, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Dann speichern wir vor allem auch erstmal, bevor es jetzt hier irgendwie noch schief geht. Das Skelett hat auch nichts. Wieder meine Erinnerung. Der hat auch nichts. Die Krähe. Die Krähen vor allem. Nee, das ist nichts mit der Waffe. Überhaupt nicht. Das war jetzt nochmal der Beweis gewesen. M16 nicht geeignet für Krähen und Vögel. Das war jetzt nochmal der Beweis. Machen wir nicht mehr. Wir haben so viel gerade daneben geschossen. Das war gar nicht gut. So, jetzt speichern wir aber erstmal und versuchen nochmal da runter zu kommen, ohne dass man das Level beendet. Das war nämlich vorhin das Problem, weil wir direkt runtergerutscht sind. Wir hätten wahrscheinlich unten von der Leiter irgendwie noch eine Rückwärtsrolle machen müssen oder so. Oder es gibt einen anderen Weg nach unten, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Und wo ist das Secret vor allem? Weil das fehlt uns ja auch noch. Wir probieren das jetzt gerade mal. Mit einer Rolle, ob wir da irgendwie landen können. Ja, das geht. Wir sind sogar Ratten. Aha. Können wir jetzt aber die Pistolen für nehmen. Ach, das ist so süß, dieses Rattenloch da drüben, wo die durchkommen. Echt putzig. Hier ist noch eine Ratte. Hätten wir ja fast unsere Automatik hier noch mit leer geschossen. Aber das Secret ist hier nicht. Muss ich jetzt gerade mal feststellen. Und das Skelett hat auch keinen Gegenstand. Nochmal eine Fackel an. Ich glaube, das Secret haben wir irgendwie schon verpasst jetzt. Oder kommt das hier unten, wenn man vielleicht nicht in das Loch, sondern daneben springt noch? Wie viele Sachen fehlen uns überhaupt noch? Da fehlt noch was, ne? Ja, da fehlt noch einiges. Aber da kommt man dann ins nächste Level, meine ich. Oder? Obwohl, da unten könnte es auch noch weitergehen. Ja, unten geht es tatsächlich noch weiter. Das ist jetzt der Eingang in die Mine sozusagen, die Ausgrabungsstätte. Vielleicht finden wir auch da unten das Secret noch, dass das gar nicht jetzt hier oben war. Ich hatte nämlich jetzt hier an der Stelle den Level-Change sozusagen im Kopf. Aber das muss ja nicht zwangsläufig richtig sein. Vielleicht findet man auch noch einige Gegenstände hier. Auf jeden Fall hier richtig geile Höhlenmalereien. Jetzt kommt der beste Teil dieses Director's Cuts, die goldene Maske. Diesen ganzen Höhlenmalereien hier, das wird bestimmt richtig cool im Remaster. Ist es ja jetzt schon, wenn wir hier schauen, die Texturen in der Höhle. Das ist schon echt geil.
Nein, das ist nicht geil. Das ist gar nicht geil. Nein. Einfach nein. So nicht. Also wenn wir die Gegenstände nicht haben, haben wir die nicht. Ne? Das finde ich noch raus irgendwie und schreibe das in die Videobeschreibung. Aber das Secret muss. Das Secret muss. Da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist vielleicht hier unten noch irgendwo versteckt. Hier ist sogar noch Munition. Aha. Ansonsten müssen wir oben nochmal schauen. Sogar dreifach. Guck mal an. Also da wissen wir jetzt, ist das Level Ende. Da wollen wir nicht hin. Wir brauchen nämlich das Secret noch. Aber ist das hier unten oder haben wir das verpasst? Ich glaube, wir haben das tatsächlich verpasst. Leute, wir haben das Secret verpasst. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich hatte das hier irgendwo in Erinnerung zum Ende des Levels hin. Ansonsten muss ich jetzt offscreen das Level nochmal ablaufen nach dem Secret und gucken, wo das gewesen wäre. Weil hier unten finden wir das nicht. Das ist wirklich der Übergang zum nächsten Level hier. Das heißt, wir laden jetzt einfach nochmal schnell hier oben. Nee, das ist zu weit. Ich will, bevor ich an die Leiter gesprungen bin, genau hier. Weil da müsste es hier irgendwo noch einen Weg zum Secret geben, wenn ich mich da recht erinnere. Aber wo? Da könnte uns tatsächlich auch der Kameramodus helfen. Das machen wir jetzt auch in dieser Folge noch. Die ist zwar drüber. Was ist eigentlich hier für eine Panikmache? Wir nehmen jetzt mal den Kameramodus an der Stelle. Machen wir mal so. Weil da können wir vielleicht gucken, wo das Secret ist. Also hier runter müssen wir ja nicht, weil da geht's nur zum Levelende hin. Wo man nochmal das Medipack findet. Irgendwo hier hatte ich noch das Secret in Erinnerung. Aber es kann auch sein, dass ich mich falsch erinnere und dass wir das irgendwo anders vergessen haben. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Hier kommt auf jeden Fall nichts. Nö. Das ist echt spannend. Ich habe keine Ahnung, wo hier das Secret ist. Hier wird es jetzt dunkel. Ist hier irgendwo übersehen? Nee, ne? Da haben wir ja jetzt alles abgesucht. Ja, Leute, ich gehe offscreen, versuche das rauszufinden, wo das Secret ist. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, und da bin ich wieder. Ich habe es rausgefunden, wo das Secret sich versteckt. Dafür sind wir nochmal gerade hier oben. Denn wenn man erstmal da unten ist, kommt man da schlecht oder gar nicht mehr hin. Wir springen hier drauf, wo uns die Gegner abgelenkt haben, die Säcke. Denn wenn man sich hier nochmal runterlässt, dann kommt man zum goldenen Schädel, dem letzten Secret. So, und da haben wir ihn. Aha. Im Gepäck alle drei Secrets somit. Und dann können wir das Level jetzt verlassen. Damit die hier nichts nochmal haben. Guck jetzt nicht noch ein drittes Mal, ob die was hinterlassen haben. Und vor allem die Vögel diesmal nicht mit der M16, wie wir gelernt haben. So, wo kräht der andere rum? Da. Dann brauchen wir unten noch die Ratten, da reichen dann die Pistolen für. Das Medipack nehmen wir noch schnell mit. Und natürlich hier die Automatikmunition nicht vergessen. Aha. Dann, da bin ich mal gespannt. Also wir finden noch 4 Gegenstände, das heißt wir hätten dann 66 von 69. Das heißt, wir hätten dann 3 Gegenstände in diesem Level verpasst. Also schreibt es gerne wieder in die Kommentare, wenn ihr es wisst, wo es gewesen wäre. Ich werde das dann alles wieder vervollständigen in den Videobeschreibungen, dass das alles nachvollziehbar ist. Wie ihr es ja mittlerweile von mir kennt, im ganzen Remaster werden wir das so machen, dass das am Ende alles halbwegs vollständig ist. So, jetzt nochmal die Ratten. Achso, da sind sie noch gar nicht. Dann hier nochmal. Ja,
ganzen kleinen süßen Ratten. Es tut mir ja irgendwie leid um die süßen Dinger. War es das schon? Das waren doch vorhin viel mehr. Und der hat auch nichts hier, ne? Ich habe da wirklich eine Erinnerung, dass bei irgendeinem Skelett M16-Munition lag, aber das kann halt auch wirklich im nächsten Level erst noch kommen. Wir können auch die Ratten jetzt am Leben lassen, meinetwegen. Ach Gott, das süße Ding. Die süßen Mäuse lassen wir jetzt einfach mal. Die kleinen Nager haben uns doch gar nichts getan. So, dann hatten wir hier nochmal ein wertvolles Versteck mit dreifacher Schrotmunition. Das hatte ich vorhin schon mitkalkuliert. Das heißt, wir müssten jetzt bei unseren 66 von 69 Gegenständen sein. Ja, und dann schauen wir mal, wo die restlichen drei noch gewesen wären. Das steht dann irgendwo in den Videobeschreibungen. Und danke für eure Mitarbeit an der Stelle, ne? Wenn ihr das immer seht, immer schreiben. Das erleichtert mir die Arbeit enorm. So, Leute, dann war's das. Wir wechseln ins nächste Level. Das Gold des Narren abgeschlossen. Alle Secrets, wie gesagt, 66 von 69 Gegenständen. Rest seht ihr selbst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im nächsten Level. Bis dann!